Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Wir sind in der letzten Aufnahme hier stehen geblieben in den Ruinen der Dynastie und ich habe einige Monster mir besorgt. Und bevor das hier weggeht, ich glaube, das geht erstmal so, hören wir uns das mal an hier. Ziemlich traurig. You have now befriended 25 monsters. It's sort of sad. What's wrong? Aren't you happy? 25 monsters isn't bad. Yeah, but this means I have more monster friends than human ones. That is rather. Yeah, okay, that's sad. Wir haben schon irgendwie 25 Monster. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgezählt. Auf jeden Fall habe ich einige Monster noch geholt, die wir noch nicht hatten. Und leider muss ich sagen, dass in der unterirdischen Ruin die Monster konnte ich mir nicht nochmal holen, weil der Zugang versperrt wurde. Also ich komme nicht mehr zurück. Das heißt, ich habe aus den ganzen anderen Bereichen die Monster mir geschnappt. Also also für euch, wenn ihr alle Monster haben müsst, wollt oder haben wollt, sollt ihr auch während des Orts schon mal alle holen. Ihr wisst ja jetzt wie. Mir ist doch aufgefallen, man braucht gar nicht alle 5 Elemente, sondern man braucht 4 gleiche Elemente plus das 5. in der Mitte. Dann klappt die Zauberbindung auch. Aber wer richtig sein möchte, kann ja alles auffüllen mit dem gleichen Element. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Wir wollen herausfinden, was hier den Sturm verursacht auf den Ozean, damit wir dann auch nach Elysia kommen. Los geht's. It's an underground lake. I wonder if it's connected to the sea. That's a Manito! That monster is the most territorial of all underwater creatures. I wouldn't be surprised if it's been clashing with the other ocean species. You mean that's been causing all the storms in the ocean? It would seem so. Ah! Here it comes! Oh, ich höre schon die Kampfmusik. Das heißt, wir müssen gegen Manitou kämpfen. Ich hoffe mal. Oh, du bist ein riesiger Wal, Level 20. Ich bin auch einige. Ich glaube, ein oder zwei Level. Oh, ich sollte mal die Strategie wieder ändern. Formation ändern. Ne, das kann passen. So, freier Angriff und Maß halt. Nein, freier Angriff und. Dann mal los. Greif mal an. Ich weiß gar nicht, kann man dir einen Pack schließen? Wäre echt geil. Ach genau, und wir haben neue Artes gelernt, die mir gar nicht aufgefallen sind. Einmal dunkle Strahlung und einmal Phönixsturm. Ich guck mal jetzt. Nee. Und der Phönixsturm ist so. Ich glaube, ich kann dich jetzt hier nicht mehr nachgucken. Da wir jetzt ja Ventus haben, den Wind zerköbeln. Und wenn wir den aktiv haben, wird quasi. Ja, dunkle Strahlung. Auch voll geil. Okay, dann kommen wir mal rein. Dritte Begegnung, Wasser. Teufelsrachen und Marschraum. Also wird der Phönixsturm in diesem Element ausgeführt. Bei uns wäre es dann jetzt Wind. Also kriegen wir das. Wenn wir jetzt dreimal Wind machen, ändert sich das Ganze da unten. Habt ihr es gesehen? Ich hab's jetzt mal gemacht. So. So, ich werde jetzt mal. Oh, also ich muss mir mal ein Element wiederholen. Wir wechseln uns hier die ganze Zeit ab. So. Ich will ja noch die anderen Elemente zeigen. Aber dazu kommt es gar nicht. Und Samutra erreicht Level 15 mit einer neuen Fähigkeit. Diana Level 12, Türkis Level 11. Diana kann die Klasse wechseln. Cool. Peitschenhieb hat er erlernt.
So, ein paar Items und das war's auch schon mit dem Kampf. Are you okay? I'm still alive. What about you? Are you hurt? I'm fine. Thanks for worrying about me. But where are we? Someone's coming. I will conceal myself. Excuse me, do you mind if we ask you a question? What is it? He's not human. He's not a half-elf either. What is he? And he's even got a monster with him. Really weird. We seem to have gotten lost. Could you tell us where we are? You're just north of Aselia. Do you want me to take you to the village? No, that's all right. Thank you very much. Sure. Well then, take care. So that would mean... Across the ocean? That would appear to be the case. Well, at least we saved on the boat fare. Indeed. And we gained some valuable experience no amount of money could buy. You two sure are optimistic. It's just we've already come this far. Might as well make the best of it. Yeah, you're right. Now that we've had a chance to recover our senses, shall we continue on to Aselia? Yeah. Oh, wir sind sehr weit weg gespült worden, schon auf der anderen Seite. Interessant. Aselia, ein kleines Dorf in den Bergen, der Geburtsort der Auserwählten Colette und der Geburtsort von Lloyd Irving. Und zwar, das war, ich weiß ja schon, wer das war, also eigentlich ist es kein Geheimnis, wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, wer da gerade lief und wer das Monster da war, in Anführungszeichen. Aber mich wundert, dass er einen Sprachkurs belegt hat. Er hat nicht mehr diese Stotterei. Okay, interessant. Bevor ich da jetzt hingehe, wollte ich mal jetzt meine Unterlagen gucken. Diana ist ja ein Zombie. Dann wollte ich mal schauen, wo haben wir denn diese Zombie... mein Gott, immer die Sucherei hier. Da, Zombie-Familie, das habe ich schon noch. Du kannst deine Gestalt jetzt ändern. Du wirst zum Skelett. Nein. Das will ich nicht. Ein Skelett. Oh ja, apropos mit dem Skelett, wo ich jetzt gerade. Ich habe dreimal versucht, ihn zu bekommen. Ich habe ihn nicht bekommen. Also den Skelett, den man in Hima trifft. Nee. Schade. Dann werde ich mir irgendwann mal. Versuche nochmal ihn zu besorgen, aber nee, ich warte noch mit den Level-Ups. So, auf geht's nach Aselia. Kapitel 3: Fußstapfen der Zukunft. Aselia, this is Lloyd's hometown. Did you just say Lloyd? Yes, and you are? I'm Paul, Lloyd's number one apprentice. I'm heading out to patrol the haunted ranch. You want to come with me? Lloyd's apprentice? What kind of idiot? What did you say? Emil, he's just a kid. I'm not a kid. I'm the great dual swordsman, Paul the Magnificent. My apologies, Paul the Magnificent. Jeez, you outsiders have no manners.
I can't believe kids still worship Lloyd even after what he and the Church of Martell did to Palma Costa. I know you're upset, but try to calm down. The first thing we need to do is gather information. Maybe the town's mayor has an idea where Lloyd is. Okay, ein Schüler von Lloyd? Interessant. Dorf der Orakel. This village is so peaceful and the air is so clean. I don't know. It's almost too quiet. And the air feels charged. This is the village of Oracles, home of the Mana lineage. The souls of the Chosen who perished in failed attempts at world regeneration may still haunt these grounds. Yeah, that must be it. It's just the sort of village I'd expect Lloyd to come from. Shut up, Tenebrae. Boah, es geht hier rund. Hat sich ein bisschen hier verändert? Da müsste eigentlich noch der Laden sein. Sieht auch nach den gemischten Warenladen noch aus. Werden wir hier Genius und Wayne treffen? Also hier ist das Haus von ihr. Gehen wir mal rein. Aber wir kommen nicht rein. Okay. Sieht bis jetzt so aus als... Boons. Oh. Dass es bis jetzt gleich ist. Vielleicht ein paar kleine Veränderungen. Die Geschwister Sage sind beide nicht in dieser Stadt und auf eine Art Reise. Ah, okay. Werden wir wahrscheinlich sie bestimmt auch noch treffen. So, der Bürgermeister. Wo ist denn das Haus? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Also es wird wieder alles aufgebaut. Game. Oh, eine Katze. Sprechen. Okay. Ich will eigentlich rein, aber okay. Geht also nicht. Da gehen wir gleich rein. Da ist ja Colettes Haus. Und da ist eine Katzgilde. Sehr schön. Und da ist der Speicherpunkt. Der ist immer noch da geblieben. Oh. Ich wollte einfach nur hier rumlaufen. I am Forcestus of the Five Design Grand Cardinals. Lloyd Irving is here. Evil Design, I will defeat you. I keep hearing the word Design. What does it mean? You don't know? The Desaians were a group of half-elves who wreaked havoc on the world before the regeneration took place. They say the Desaians took people to places called human ranches, and then did unspeakable things to them. You make it sound like you weren't affected by them. There was a ranch right near Palma Costa, and everyone was so afraid of it. You were? Yes. Iselia got off easy since the Chosen was born here. They entered into a non-aggression treaty with the Desaians to protect the town's people from being taken to the ranch. Clever, huh? It seems we Centurions missed a lot while we were dormant. Yeah, that's how it was. Yeah, of course. Ich werde eben kurz gleich was machen. Wir sehen uns gleich. Ich mache hier einen kurzen Schnitt. So. Da bin ich wieder. Und dann hören wir uns mal den Nicht-Angriffsvertrag. So, I finally understand who the Desaians were. But why did you sound disapproving of Iselia's non-aggression treaty with them? What did the treaty mean anyway? It was an agreement that the Desaians won't attack the village. Iselia was the only place to make such a deal. It wasn't fair. All the other towns were pillaged by the Desaians over and over again. So, how was Iselia able to make a treaty with them? Beats me. Whatever they did, they're lucky. They got off a lot easier than everyone else. Aber der Vertrag wurde irgendwann ja aufgehoben. Also, die Desaians haben ja hier ein wenig was zerstört. Also halb das ganze Dorf. Nachdem Marble sich in dieser Kreatur verwandelt hat, war es ja schon halbwegs
zerstört. Deswegen wurde ja auch Lloyd verbannt. Durch ihn ist das ja alles geschehen. Und naja, was soll man machen? So ist halt das hier. So, jetzt gehen wir eben kurz zur Katzgilde. Aufgaben. Okay. Rettung. Das sind, glaube ich, dieselben. Nee. Ja. Kochende Ehefrau. Ich weiß gar nicht, ob ich die machen soll für euch. Bis jetzt. Vielleicht gibt es ja auch neue Monster, die man uns holen kann. Kunde, Bürger. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal einmal sowas hier machen. Aber zunächst gehen wir mal in die Gruppe und schauen uns mal unsere Monster an. Akibi. Dann haben wir hier unseren Bär, unseren Hasen, unseren Titan, die Schlange. Dann die Spinne, die habe ich mir geholt. He Xianggu, keine Ahnung warum die jetzt so heißt, aber ist halt so. Die kriegt man da recht am Anfang. So, dann unser Boreas. Dann den anderen, den Pipit. Den bekommt man im Turm des Manas Bereich. Ja, die Kamikaze hier, der Axtschnabel. Und unsere Vampirfledermaus. Bongyo. So, bei den ganzen Wasser. Dann haben wir einen Seemönch. Ja, den Seebischof, den haben wir nicht. Es gibt den Seemönch und einmal den Seebischof, die sehen verdammt ähnlich. Den habe ich jetzt, da habe ich mich vertan. Also den Seebischof, den muss ich mir noch holen. Und es gibt sogenannten Egelkönig, den der ist mir bis jetzt noch nie untergetaucht. Ich habe keine Ahnung, wie man den bekommt. Auf jeden Fall, den haben wir also in der Ruin der Dynastie nicht. So, der Mörderfisch. Ich habe jetzt mal die Entwicklungsstufen hier angeguckt. Der wird nämlich, wenn man ihn levelt, wird der auch hier zu den Schweinswalen und alles. Der wird sogar zum Ochsenfrosch, den wir schon haben. Also, naja, gut. Dann haben wir ja schon ein paar Weiterentwicklungen, die wir mitgenommen haben. Dann kann ich hier von Anfang an starten. So, dann haben wir hier unseren Schweinswal. Der wird irgendwann mal zu denen. Auch zu den anderen Wal, den wir schon haben. Den Mörderwal. Da, unsere Meerjungfrau. Den hatten wir auch noch nicht gehabt. Den kriegen wir ja ganz am Anfang. Gegen den haben wir in Tutorial gekämpft. Und hier der Ochsenfrosch. Dann der Gugelhupf. Der wird irgendwie immer am Anfang Gugelhupf genannt. Ich habe keine Ahnung warum. Der Muggus. So, der Schneeballen.